Ja, liebe Freunde. Liebe Freunde der Demo für alle, liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Kinder, ja, alle anderen, die hier sind, die sich irgendwie nicht drin wiederfinden, also liebe Freunde, die Sie alle heute so zahlreich gekommen sind, es ist Februar, es ist kalt und Sie sind trotzdem da und sehr, sehr viele von Ihnen zu unserer 7. Demo hier in Stuttgart und ich finde, das ist ein Anlass für eine kleine Zwischenbilanz. Als wir vor knapp 2 Jahren das Aktionsbündnis geschmiedet haben und unsere erste Demo für alle hier in Stuttgart veranstaltet haben, ging es uns darum, ein grün-rotes Vorzeigeprojekt, nämlich die flächendeckende und fächerübergreifende Indoktrinierung aller Schulkinder mit Akzeptanz von sexueller Vielfalt als Leitlinie eines neuen Bildungsplanes 2015, ja, dagegen zu protestieren. Man muss sich das noch mal ganz klar machen. Sexualität in allen denkbaren Spielarten sollte Leitlinie der gesamten Schulbildung werden, von der ersten Klasse an. Sexualität als höchstes Bildungsziel. Und ausdrücklich Akzeptanz, Ziel also, dass alle Schüler jede Art von Sexualverhalten unterschiedslos richtig und gut finden sollen. Und zwar unabhängig von Bindung, von Ehe, unabhängig von Familie. Das aber ist Indoktrination, und zwar in Reinform. Und diese Indoktrination steht in einem krassen Widerspruch zum Persönlichkeitsrecht der Kinder, zum Erziehungsrecht der Eltern und es steht auch im krassen Widerspruch zur Religionsfreiheit. Denn eine wertfreie sexuelle Vielfalt ist mit keiner der großen Religionen vereinbar. Weder mit dem Christentum noch mit dem Judentum, noch mit dem Islam. Und es steht im krassen Widerspruch zur Landesverfassung von Baden-Württemberg, wo es nämlich zum Beispiel in Artikel 12 heißt, die Jugend ist zu sittlicher Verantwortlichkeit zu erziehen. Und in Artikel 13 der Landesverfassung von Baden-Württemberg, die Jugend ist gegen Ausbeutung und gegen sittliche, geistige und körperliche Gefährdung zu schützen. Aber mit genau diesem grün-roten Gender- und Sex-Indoktrinierungsprogramm wollte die Kretschmann-Regierung in ganz großem Stil Vorreiter und Modell werden für alle Bundesländer in Deutschland. Dagegen hat aber dann, wie wir ja alle wissen, Gabriel Stengel mit seiner Petition, die von sage und schreibe 192.000 Bürgern unterzeichnet worden ist, mobil gemacht. Diesen geballten Bürgerwillen haben Herr Kretschmann und Herr Stoch aber kalt lächelnd ignoriert. Und das, meine Damen und Herren, war die Geburtsstunde von Demo für alle. Wir haben ernst gemacht und den Protest auf die Straße getragen. Sichtbar, hörbar, spürbar und erfolgreich. Die Landesregierung musste das Bildungsplanprojekt zurückziehen. Sie mussten es um ein Jahr verschieben und überarbeiten. Von Anfang an war aber unserem Aktionsbündnis völlig klar, dass das rot-grüne oder grün-rote, je nachdem, Projekt viel größer ist und weit über die Schule hinausgeht.
Es geht um eine Umerziehung der gesamten Gesellschaft. Um die Auflösung von Ehe und Familie. Und zwar indem die Begriffe Ehe und Familie umdefiniert und in ihrer Bedeutung entleert werden. Und das hat sich dann ja auch schon sehr schnell gezeigt in dem nächsten Projekt, was wir ja auch eigentlich, was auch gewissermaßen wir bekannt gemacht haben, nämlich den Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte Baden-Württemberg, der ja handfeste Privilegien für Angehörige der LSBTTIQ-Community einführen will. Und eben keineswegs als ernsthaft als Antidiskriminierungsprojekt gedacht ist, sondern sehr viel mehr will. Nämlich eben, wie ich schon gesagt habe, Privilegien, also Vorrechte. Und kurz danach, im Mai letzten Jahres oder Juni letzten Jahres, kam dann die Unterstützung des Projekts Ehe für alle als Bundesratsinitiative dazu. Mit dieser Bundesratsinitiative soll ja die Zivilehe umdefiniert werden und für homosexuelle Paare geöffnet werden. Dieses Projekt läuft ja noch. Das ist noch nicht entschieden. Also da sind wir auch noch dran. Und es waren wir, die Demo für alle, die diesen Projekten öffentlich wirksamen Widerstand entgegengesetzt haben. Liebe Freunde, wir definieren uns nicht negativ, wenn es auch manchmal so scheinen könnte, sondern wir treten für etwas ein. Unsere Anliegen, und zwar, ich habe es vorhin schon gesagt, ausdrücklich in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz sind: Wir stehen ein für den Schutz der Identität der Ehe als Lebensbund zwischen einem Mann und einer Frau zur Gründung einer Familie. Wir wollen den Schutz und die Unterstützung der Familie als Fundament unserer Gesellschaft. Das natürliche Recht des Kindes auf Vater und Mutter muss auch bei der Wahl von Adoptionseltern geachtet werden. Leihmutterschaft muss verboten bleiben. Das ist zutiefst unmenschlich. Wir wollen, dass das Erziehungsrecht der Eltern auch in Kita und Schule, und zwar auch ganz besonders in Fragen der Sexualität, geachtet wird. Das verlangen wir, einen vollständigen Verzicht auf schamverletzende und sexuell stimulierende sogenannte pädagogische Lerninhalte, seien sie nun in Wort, Bild, Spiel oder sonst wie verpackt, in Kitas und Schulen. Und wir fordern die Beendigung aller Maßnahmen des Gender Mainstreaming in Kitas und Schulen, die bei Kindern einer Verwirrung ihrer eigenen Geschlechtsidentität Vorschub leisten. Für diese Ziele steht das Aktionsbündnis für Ehe und Familie, Demo für alle. In den letzten 2 Jahren sind wir eine große Bewegung geworden. Das sieht man nicht nur hier, sondern auch an den vielen, die heute nicht hier sein können, die aber im Geiste mit dabei sind, die wirklich mitfiebern, die beten, ja, damit alles gut wird und damit es beschützt bleibt. Die vielen, die uns spenden, die uns schreiben,
die uns danken. Also das ist so eine große Bewegung geworden in ganz Deutschland. Das ist so fantastisch. Und ich danke all denen, die dazu beitragen, die das weitererzählen, was wir, wofür wir einstehen und für diesen großen Kampf. Denn es ist ein Kulturkampf, das ist ja heute schon ein paar Mal gesagt worden. Und diese große Bewegung, die verdanken wir Ihnen, Ihnen allen. Wir klären gemeinsam Eltern und andere Bürger auf über die Gefahren der Genderideologie und einer eben tabufreien Sexualpädagogik. Vor wenigen Wochen haben wir dazu ein großartiges wissenschaftliches Symposium hier in Stuttgart veranstaltet. Wir wollten auch eine direkte fachliche Auseinandersetzung mit den Vertretern der Gender-Theorie. Dazu hatten wir zum Beispiel die Sozialministerin Katrin Altpeter hier aus Baden-Württemberg eingeladen. Wir hatten auch die Grünen-Abgeordnete Brigitte Lösch eingeladen. Und wir hatten mehrere Gender-Professoren und Professorinnen eingeladen. Keiner von ihnen hat sich der offenen, echten, wissenschaftlichen Diskussion gestellt. Keiner. Ich denke, Sie wissen, warum Sie sich nicht stellen wollten. Das hat für die Aussage stand wirklich, das steht wirklich für sich. Liebe Freunde, es gibt einen berühmten Satz, der Mahatma Gandhi zugesprochen wird. Ich weiß aber nicht, ob er wirklich von ihm stammt, ist aber auch ganz wurscht. Der heißt: Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann hast du gewonnen. Also wenn ich dieses Schema betrachte, dann stehen wir jetzt in der dritten Phase. Das ist ja schon die vorletzte Phase, das ist schon nicht schlecht. Wir werden bekämpft mit allen Mitteln. Nicht nur, dass wir hier von, ich weiß nicht, 700 Polizeibeamten geschützt werden müssen. Nach unserer letzten Demo wurde ein schwerer Brandanschlag auf unsere Geschäftsstelle verübt. Es sind auch noch weitere Anschläge verübt worden in der Zwischenzeit bei einigen unserer Bündnispartner oder Unterstützer. Demo für alle ist Zielscheibe in einem Theaterstück an der Berliner Schaubühne geworden, wo in einer Prügelszene brutal auf Pappfiguren, die mit unseren Demo für alle T-Shirts bekleidet sind, eingeschlagen wird. Also sie werden dort symbolisch verprügelt, das muss man sich mal klar machen. An einer deutschen Bühne, an einer berühmten Bühne, die Schaubühne in Berlin, wird so etwas aufgeführt. Also das ist schon, wir haben es schon weit gebracht. Ich habe schon einige Morddrohungen bekommen. Und wir werden in der Öffentlichkeit wirklich schamlos verleumdet. Das muss ich schon sagen. Man versucht uns als rechtsradikal, als fremdgesteuert von bestimmten Parteien darzustellen. Aber wir lassen uns von all dem nicht beeindrucken. Demo für alle lässt sich nicht niederbrennen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir sind da. Denn wir wissen, dass wir für das Richtige, für das Recht und auch für die Wahrheit einstehen. Und das macht uns stark. Heute stehen wir unmittelbar vor Landtagswahlen. Wir sind ausdrücklich überparteilich. Aber wir sind nicht parteienblind. Grün-Rot ist fest im Griff von Ideologen, die ihre Gender- und Sexagenda rücksichtslos weiter vorantreiben werden. Wie gut sie das jetzt auch zunächst mal zu kaschieren versuchen. Und wir, Sie alle, ich auch, ich bin aus Sachsen-Anhalt, wir haben auch Wahl, Sie aber hier haben jetzt die große Chance, die Grünen und die Roten abzuwählen. Nutzen wir diese Chance.
meine lieben Freunde, wer immer auch die nächste Regierung in Baden-Württemberg stellen wird, seien Sie versichert, wir werden unsere Anliegen für Ehe, Familie und für unsere Kinder felsenfest weiterverfolgen. Denn wir wissen ganz genau, nur wenn wir weiter Druck machen, können wir die Gender-Agenda stoppen. Die Demo für alle bleibt dran. Ich danke Ihnen.